möchte diese Folge dazu nutzen, ein bisschen in eigener Sache mal zu sprechen, über ein Format, über eine Gruppe, was ich vor ungefähr einem Monat ins Leben gerufen habe. Wir haben jetzt schon 4 Termine gehabt. Das Stichwort ist Early Bird, so wie ich es gern habe, schon in der Früh rausstarten mit einer Gruppe. Wir sind 5 Teilnehmer, also inklusive mir sind wir 5 Teilnehmer. Es ist ein Format, was wöchentlich passiert und es geht darum, sich selber irgendwie einzugrooven für die Woche. Es passiert am Montag, sich selber einzugrooven für die Woche. Was wird passieren? Was sind so Fragen, die ich jetzt schon habe, wo ich mir gedacht habe, über das müssten wir mal sprechen. Und es geht darin, sich in eine gewisse Routine zu stürzen, die einerseits Kreativität befördern soll, andererseits aber auch einfach ein Rahmen sein soll, um Dinge anzusprechen. Was beschäftigt dich? Ist es ein kreatives Thema? Du musst für was brainstormen und brauchst irgendwie so ein bisschen Feedback, ja, wie so ein Sounding Board. Oder ist es ein Führungsthema und du hast einen Mitarbeiter und irgendwie du findest da keinen rechten Draht hin oder irgendwie du merkst, es klappt nicht so recht mit dem Ansatz, den du da probierst und du möchtest irgendwie auch da nochmal irgendwie, was sagen andere dazu? Ja? Haben die ähnliche Probleme? Oder du steckst in einem Projekt fest etc. und auch dort ja irgendwie du merkst, der Biss ist nicht so da von den anderen. Was könntest du tun? Oder du merkst, du hast irgendwie das Gefühl, du bist emotional zu engagiert, ja, bist da zu sehr drinnen und rumtierst den ganzen Tag nur mehr und kannst am Abend nicht schlafen, weil du noch drin steckst und hättest jetzt wieder gerne eben da Inputs. Ja. Ich glaube, Inputs ist vielleicht auch ein richtiges Wort. Und das Ganze habe ich konzeptioniert so, dass es sehr kompakt ist. Also es dauert eine Stunde und da ist viel möglich in dieser Stunde. Und ich merke selber einfach immer, wie ich rausgehe wieder aus dem Termin irgendwie. Also mit viel Freude, Elan und auch Energie.